Okay. Gut. Schiffsdeck. Deck. Nein. Raketengelände. Nein. Nehmen wir zur Abwechslung mal was, was wir noch nicht so oft hatten. Beziehungsweise wo wir noch nicht so oft erfolgreich waren. Und zwar nehmen wir einfach mal die Minen mit dem ganz normalen Chris. Ich habe zwar keine Ahnung, wie der die Heuschrecke totkriegen soll, aber das soll jetzt noch nicht meine Sorge sein. Sondern erst, wenn sie nahe ist. Und stomp it. Es geht wieder nicht. Hä? Sag mal, wie viele Schüsse hält der aus? Unnormal. Das Ding nehme ich mal mit, denn die finde ich gut. Oh ja, natürlich. Er wieder mit so einer Schaufel. So, Bonus mitnehmen. Und jetzt. Tot. Und tot. Ich habe jetzt nur nichts gegen King Kong, das ist so ein bisschen doof. Wobei, Bums. Vielleicht habe ich doch was gegen King Kong. Gegen King Kong? Für King Kong. Ja, ich habe auch was gegen King Kong. Und zwar einige Handgranaten. Die kommt wieder zurück, ungeil. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, wie, soll ich wirklich sagen, schwach, doch einige anfängliche Charaktere sind. Ich glaube, ohne Melee-Attacken bekommt man diese Charaktere überhaupt gar nicht auf S. Also auf Doppel-S wahrscheinlich überhaupt nicht, aber nicht mal auf S. Deswegen, ich konzentriere mich jetzt mal nur darauf, Melee-Attacken zu machen. Okay, hier sind einige Gegner. Damit kann ich vielleicht meine Combo-Zeit hier hinten so ein bisschen ausbauen. Jassa. Und? Gegner? Oh, das sieht doch gut aus. 1, 2, 3, Bums. Dankeschön. Einer hat den Dödel. Na gut, man kann nicht immer gewinnen. Bums. Bleib am besten liegen. Und was dich angeht. Oh, Dödelgegner, okay. In der Mine, es gibt eigentlich nicht so viele Dödelgegner. Hauptsächlich nur im unteren Teil der Mine. Wahrscheinlich, weil es hier dunkler ist oder so. Ist es nicht so, dass die kein Licht abkönnen? Ja, doch, deswegen kann man sie ja auch mit Handgranaten nicht unbedingt, mit Blendgranaten unbedingt gut töten. Ja. Nee, es ist ja gerade so, dass man sie mit Licht gut töten kann. Gegner? Und hier ist einer. Da kommen ein paar runter. Okay, ich nehme jetzt mal meinen Bonus mit. Danke dafür. Granate. In die Ecke. Ich habe schon mal 2, 3, 4, 5. Was geht hier alles? Was geht denn hier alles in die Luft, bitteschön? 1, 2 und 3. Okay, eine 5er, das geht schon mal. Also, mit den Melee-Attacken, ich hab... Sag mal, warum hätten wir noch einen Schuss mehr aus? Ist meine Pistole so schlecht oder was? Was bist du für einer? Ich verstehe es manchmal nicht. Ja, der ist jetzt so tot. Danke. Weg da. Und du auch. Ich glaube, ich höre die Heuschrecke, oder? Naja, oder auch nicht. Bums, bums. Okay, er ist so gestorben. Und? Was? Also diese Pistole scheint echt noch ein bisschen schlechter zu sein als alle anderen, die wir hier haben. Das macht ja überhaupt keinen Schaden. Was ist das denn? 4 Schuss? Ist das euer Ernst? Ich muss dem Gegner 3-mal irgendwo hinschießen, bevor ich ihn töten kann. Beziehungsweise 2 und Melee, das geht auch. Okay, merke ich mir. 2 und Melee. Stampfer? Stampfer! Zumindest explodieren die Gegner hier nicht, das ist auch was wert. Da. Dampfer. Eine 13er-Kombo. Aber dann ist der normale Chris ja richtig gehend schwach. Wobei, ja gut, das war Leon im 4. Teil ja auch. Wenn man es so will. 20.000 Punkte, immer noch gut Zeit. Nur eine 16er-Kombo. Lebt da noch was von? Du lebst noch. Bums. Ah, okay, jetzt kommt die Heuschrecke. Ich muss ehrlich sagen, ich habe absolut, absolut keine Ahnung, wie ich die totkriegen soll. Absolut, wirklich. Weg hier. Erstmal eine Runde weg hier. Hand... Ja, ich habe doch die Minen. Man sagte mir ja, Schrotgewehr würde auch funktionieren. Haben wir mir jetzt gesagt? Weiß ich nicht. Ich versuche es einfach mal. Mit dem Schrotgewehr. Ist sie da? Ja, sie ist da. Mine legen. Drüber laufen lassen.
Und dann halt Schrotgewehr. Lauf drüber. Ja, es geht. Es geht. Geile Scheiße. Also sie scheinen schon so dermaßen den Schaden zu nehmen, dass... Oh, nicht Feuer. Nicht Feuer. Das brennt doch so ein bisschen. Dass sie danach einfach nur noch zu töten ist. Mit irgendeiner Waffe halt. Selbst mit diesem wirklich, ich würde mal sagen, schwächlichen Schrotgewehr. Eieiei. Okay, das ist ein bisschen viel Feuer, aber ich habe auch ein bisschen viel Heilung. So. 38.000 und einen mich nervenden Gegner, der nicht durch Melee-Attacke stirbt. Und deswegen auf eine andere Art und Weise getötet werden muss. So. So. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn keine zweite Heuschrecke kommt, aber es kommen immer zwei Sondergegner. Deswegen wird auch noch Huhn und Gegner und alles eine zweite Heuschrecke kommen. Geht mal stark von aus. Ich habe mittlerweile jede Zeit mitgenommen, bedeutet, ich kann mich jetzt nur noch auf Melee-Attacken und sonstiges konzentrieren. Am besten auf Combo, denn ich glaube, ohne gute Combos bin ich hier mit Chris nicht unbedingt imstande, einen guten Rang zu bekommen. Stirbt der dadurch? Ja. Okay, ich habe schon mal eine Achter. Versuchen wir das mal so gut es geht auszubauen. Oh, yeah. Oh, nicht fest. Oh, super. Ja, wir haben es wunderbar ausgebaut. Howard hat das wunderbar hingehauen. Die Arschlöcher, verdammte Grütze. Kommt nicht so doof, habe ich dir schon mal gesagt. Weg da. Weg da. Dödelgegner auch weg da. Oh, brennender Dödelgegner sogar. Ja, renn den Dödelgegner mal auf. Machst du super. Und Bams. Ich müsste eine Heuschrecke töten. Dann wäre auch wieder soweit alles geritzt, glaube ich. Das will ich doch gar nicht haben. Ja, das will ich haben. Höre ich sie schon? Nein, bisher noch nicht. 10er-Kombo, wunderbare Sache. 47, okay. Oh, Feuer. Töte ihn schnell. Ja, brenn doch dreimal nacheinander, Chris. Aber was soll das denn? 10.000 Punkte in 2 Minuten. Nein, das geht doch wieder nicht. Das geht doch wieder... Oh, King Kong. Oh, King Kong. King Kong, ich mag dich so sehr. Und dich auch. 10.000 noch. Irgendwie noch. Ich hab... Moment mal, ich hab 66 Schuss dafür? Ist das gerade irgendwas schiefgelaufen? 66! Also was die Brandschutzverordnung angeht, das habt ihr alle nicht verstanden, glaube ich. So langsam. Nein! Und der Dusselige brennt wieder. Jetzt kommt die Heuschrecke. Okay, die müsste ich noch töten. Dann sind mir meine 60.000 Punkte sicher. Ist sie da? Ja, sie ist da. Okay, legen wir eine Mine. Lassen sie nochmal wieder drüber laufen. Und nicht schnappen von dem Vieh. Okay, weg hier. Das hat nicht funktioniert. Aber Moment mal. Oder macht das schon so viel Schaden, dass ich sie danach noch irgendwie einmal treffen muss? Ja! Wow! Okay. Eine dritte Heuschrecke kommt nicht. Die Sache wäre geritzt, würde ich mal sagen. Oh, ich habe den Bonus noch gar nicht mitgenommen. Merke ich gerade. Nehmen wir den Bonus mit. Und rüsten uns mal wieder so ein bisschen aus. Und merkt, dass gar keine Vokabule kommt, was ein bisschen blöde ist. Hallo, noch mehr? Da ist noch einer. Er dödelt, okay. Da ist der Döselige wieder. Aber wie viele King Kongs es hier nicht gibt. Ich habe noch Handgranaten, oder? 2 Stück. Mit dem normalen Chris, ich finde sogar, dass King Kong dann richtig hartes Mistvieh ist. Ja, finde ich. Oh. Okay, Kombo-Zeit, 4er-Kombo. Bleibt er liegen? Jetzt bleibt er. Ich muss ihn immer anders hinsetzen, scheiße. Oh. Wobei, es kommt jetzt sicher keine dritte Heuschrecke, oder? Also nicht so schnell. Machen wir nochmal ein paar Melee-Attacken. Ja, Genickbrecher, lol. Okay. Super. Das war nicht ganz so toll. Dance. Ja, was zur Hölle? Was zur Hölle? Leck mich am Arsch. Verdammter Scheiß. Oh, 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 oh. Alter.
Verdammte scheiß Kettenreaktion, ey. Er dödelt und schlägt mir natürlich sofort. Ich brenne und höre eine dritte Heuschrecke. Okay, nicht sie weg hier. Oh Gott. Ja. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Oh Gott, mir wird schon richtig schlecht und schwindelig, Alter. Ich sitze so richtig eingeklemmt vom PC und... Wow. Alter, mir wird gerade echt ein bisschen duselig. Ich darf nicht vergessen zu atmen. Das ist manchmal ein Problem. Ich rede so dermaßen viel, dass ich vergesse zu atmen. Ja, Leute, das sind Probleme, die sollten für euch eigentlich unverständlich sein. Ansonsten würde ich mir echt mal Gedanken machen. Aber, oh, ich muss mal eben... Oh. Oh, bei mir dreht sich echt alles. Ach so, genau, 91 getötete Gegner. Ich glaube, mir wurde mal gesagt, ab einer bestimmten Anzahl an getöteten Gegnern kommt ein Sondergegner, halt eine Heuschrecke oder was weiß ich, dieser dicke, der Metzger aus der Versammlung. Und ich denke mal, mit der Heuschrecke ist das genauso. Die kommen meinetwegen bei 30, 60 und nochmal bei 90? Keine Ahnung. S-Rang, Chris, Mine. Oh je. Yeah. Okay, das war cool. Hier haben wir... Hier fehlen uns auch noch ein paar S-Ränge. Unter anderem mit dem Stars Chris. Wenn wir schon mal bei Chris sind, nehmen wir einfach mal den Stars Chris. Den ich mittlerweile doch wirklich sehr gerne mag, muss ich ehrlich sagen. Und gucken, was wir hier so zaubern können. Handgranate, oh, Granaten sind gut. Auch wenn ich oftmals vergesse, sie überhaupt einzusetzen. Aber Granaten sind gut. Nehmen wir dafür die Waffe und töten jetzt einfach mal instantly. Zumindest wenn wir Combo-Zeit haben. Ja, super. Und natürlich mal wieder keinen einzigen Gegner. Na. So. Blendgranaten. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Blendgranaten und Elektrogranaten? Kann mir das mal jemand erklären? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben oder so. Ich habe den noch nicht so wirklich rausbekommen, den Unterschied. Okay, das reicht. Combo-Zeit ist vorbei. Hier ist eine Blendgranate, die hätte ich saumäßig ultra gerne. Was ist hier drinne? Magnum-Munition, super. Er dödelt genau deswegen. Wobei, Moment mal. Ja, das tötet nämlich auch. Moment mal, das realisiere ich jetzt gerade erst. Das tötet doch auch Dödelgegner. Cool. Dann glaube ich, ist dieser Stars Chris hier sogar sehr, sehr, sehr wertvoll. Extra Kombozeit. Und es taucht kein Gegner auf. Ey, super. Die wissen, dass ich Kombozeit habe, die Arschlöcher. Da ist irgendwas runtergekommen. Und Stampfer. Oder auch nicht Stampfer. Egal, dann gehen wir wieder mal unsere gewohnte Route. Die habe ich auf der 1. Okay, mit Dödelgegner Nummer 1. Wow, wie ist der wieder aufgestanden, Alter? Breakdance for life. Ist der tot? Der ist echt tot. Stickstoffgranaten. Was auch immer die nochmal gemacht haben. Aber jetzt, diesmal fehlt der Duval ja irgendwie. Ja, es ist mysteriös, aber mir gerade egal. Zap, nehmen doch die Blendgranaten mit. Chris. Da, ach, da ist der Duvalier. Oh, du mich auch. Wie du mal schön an Land, du. Aber da müsste man auch den Duvalier mit einem Schuss töten können. Kombozeit. Kombozeit ist doch was Tolles. Blendgranaten. Gegner? Naja, oder irgendwie so. Zap. Was für Granat man hier nicht alles bekommt, du. Oh, dann ist Elton, okay. Ich glaube, Elton töte ich mal mit Stickstoffgranaten. Zap. Ach, das sind die. Ach, das sind die zum Versteinern. Okay, aber die töte ich mit der Magnum. Ey, drei Schuss, cool. Ja. Den Dreck in den Wampf zu bekommen, ist nicht cool. Oh Gott. Okay, leer. Aber. Shit.
Das ist geil, weil da kann man mit einer Melee-Attacke die Gegner sofort töten. Das ist super. Gegner? Da ist noch einer. Bums. Und Melee. Bums. Geil. Ich finde die cool. Kann es sein, dass ich die im Hauptspiel gar nicht ausgetestet habe, diese Stickstoffgranaten? Kann das sein? Denn ich kann mich nicht an sowas wie das hier erinnern. Strange. Was soll's? Holen wir uns erstmal die restliche Zeit da hinten. Wie er nicht schon wartet. Wie er nicht schon wartet. Zu spät, weg bin ich. Abgezogen. Hier ist noch unser schöner 90er. Was ich krass finde, hier gibt es sogar zwei 90er in diesem Gebiet. In allen anderen gibt es doch nur einen 90er, oder nicht? Ich glaube schon. Aber was ich noch immer nicht weiß, ist, ob ich jetzt in die Ecke gehen. Voll? Warum voll? Ausrüsten und benutzen. Danke. So haben wir aber nicht gewettet. Voll und... Hä? Ah, die kommen schon hier hoch, die Gegner. Das ist ja cool. Die kommen schon hier hoch. Stampfer. Aber nein, es kommt mir vor, als ob dieser Chris echt irgendwie brutaler ist. Er hat mehr Spaß beim Töten. Na gut, ich habe auch Spaß beim Töten. So ist das ja nicht. Ja, er tritt mit mehr Genuss zu. Ganz im Ernst, er tritt irgendwie mit mehr Genuss zu. Kann man sagen, was man will. Zap. Aber ich habe jetzt 32.000. Ich bräuchte noch einen Elten. Elten ist hier ja total leicht zu töten. Mit diesem Quiz hier. So. Ja, wir wollen mal nicht zu viel einfach so abknallen. Wir wollen mal ein paar mehr Melee-Attacken machen. So zum Beispiel. Und dann merken, dass sie nicht hinhauen und kriegen was in die Fresse und die Welt ist wieder in Ordnung. Alles doof. Alles doof. Und hier ist Doppelstampfer. Na gut, Doppelstampfer wurde nicht draus, aber... du solltest nicht nachladen. Geh doch weiter. Chris, was tust du? Und Stampfer. Oh, das war knapp. Und was dich angeht, bleib direkt mal liegen. Danke, Kumpel. Guckst du mit Feuer nach mir? Wie bist du denn drauf? Tod allen Ungläubigen. Bei an irgendeinen Scheiß glauben die mit Sicherheit auch. Ich würde hier gerne mal weg. Kann ich ihn stampfen? Ja, kann ich. Wunderbar. Weg hier. Holen wir uns erstmal die Zeit. Ich höre wieder einen Elten. Wunderbar. Dann haben wir noch mindestens zwei Elten. Oder der andere ist aus dem Versteck gekommen. Ich weiß es nicht. Ich glaube sehr weniger. Oh, ich habe nur 6 Schuss. Ich habe nur... Das ist zu nahe, oder? Ach nee, das ist das Zeug. Das ist das Zeug. Okay. Hi, Elten. Dankeschön. Wunderbar. Okay, es wäre der zweite Elten gewesen. Wobei, so großartig Heilung brauche ich gar nicht. Aber die stehen alle wieder auf. Das ist blöde. Ja, oh ja, genau. Halt mich fest. Komm hier. Ja, ich finde das toll. Ich finde schön, von starken Männern festgehalten zu werden, die aus dem Urwald kommen. Blendgranate. Das ist gut. Goldenes Ei. Brauche ich das? Ich kann es gar nicht mitnehmen. Wobei. Ja, oh, jetzt kann ich wieder mitnehmen. Was? Ausweichen, Dell? Ja, irgendwie, ich bin da irgendwie aus so einem Zug gekommen. Wunderbar. Goldenes Ei. Puh, das wird ein Duvalier. Ach nee, Duvalier gibt's ja nicht. Halt doch, Duvalier gibt's ja wohl. Scheiße, das wird ein Duvalier. Egal, ich habe noch Granaten dafür. Hi, Elton. Bye, Elton. Ich find's total scheiße, dass man hier nicht wieder so normal runter kann. Hi, Elton. Bye, Elton. Hi, Duvalier. Bye, Duvalier. Oh. Dass ich überhaupt lebend dran vorbeikomme. Shit. Ach geil. Ich kann da jetzt nichts dran ändern. Bonus. Umdrehen. Und? Okay, dann halt so. Scheiße, kein Duvalier. Ganz im Ernst. Nein! Na, oh, scheiße. Ja, das ist mir immer noch lieber als der scheiß Duvalier. Dabei kann ich wenigstens nachladen in der Zeit. Ich habe dabei nachgeladen. Wohl. Verpiss dich, Elton. Alter. Alter. Da Maschinengewehrmunition, die hätte ich gerne.
Danke. Ich will in die Richtung. Was? Warum ist alles mittlerweile kreuz und quer? Ich will hier eigentlich gar nicht nochmal hoch, aber ich habe ja keine Wahl. Oh! Oh mein Gott. Oh, das macht mich psychisch fertig, Alter. Laden wir das Ding mal wieder nach. Mit den Granaten einfach mal. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber Hauptsache wir können nachladen. Oh, Munition, alles Mögliche. Hier auch das Zeug. Magnum-Munition, wunderbar. Ach so, das sind die. Aber die töten auch. Okay, ja, die töten auch. Die töten sogar ganz lustig irgendwie. Lol. Okay, das sollte mir jetzt irgendwie komisch vorkommen, glaube ich. Hallo. Danke. Blendgranate, ich habe gerade so leichte Probleme. Mit dem Nachladen und so. Dankeschön. Jetzt kann es weitergehen. Ich habe immer noch 46 Sekunden. Und was passiert hier die ganze Zeit? Vor allem, warum nehme ich die ganze Zeit Sachen mit, die ich gar nicht mitnehmen will? Ich kann nicht mehr stampfen, oder? Nein. Oh. Und Bams. Yes. Aber ich will hier auch nicht mehr raus. Das gefällt mir nicht sehr gut hier drin. Bams. Vergiss es, Kumpel. Vergiss es. Oh. Moment, ich glaube, ich höre noch einen Elten. Ich glaube, ich höre noch einen Elten. Kriegt ein Elten noch tot? Wo ist der eigentlich? Ich glaube, ganz im Ernst, da ist noch ein Elten da hinten irgendwo. Scheiße. Das ist echt noch ein Elten. Elten, du Arschloch. Ach, geh du doch weg, Mann. Du bist im Weg. Yes. Egal. Oh, Alter. Aber immer so knapp an der 100.000 vorbei. Ja, was beschwere ich mich? Ich hab auch hier Doppel-S-Rang mit dem Stars Chris, mit dem Sadisten Chris. Soll ich ihn Sadisten Chris nennen? Irgendwie ist für mich so ein bisschen Sadisten Chris, ich weiß nicht. Es kommt mir echt vor, als ob er andere Melee-Attacken macht, obwohl, ich glaub's bald nicht. Ich glaube, es sieht einfach nur so aus irgendeinem Grund, den ich gerade nicht erklären kann. Genau 100 Gegner getötet. Okay, also er hat dann wahrscheinlich ab 90 9 Elten und dann noch 10 getötet und halt Elten. Super Sache, okay.